Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Dr. Unser, sehr geehrter Herr Bürgermeister Strehl, sehr geehrter Herr Kulturdezernent Löwen, sehr geehrter Herr Wolleck, sehr geehrte Frau Biskup und meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie sich heute Abend auf den Weg hier ins Bottroper Kulturzentrum August Everding gemacht haben. Manche sind vielleicht mit dem Auto hier, einige zu Fuß. Vielleicht hat auch jemand den Bus genommen. Er ist, wie Sie alle wissen, heute das Hauptverkehrsmittel ÖPNV für unzählige Menschen in unserer Stadt, der Bus. Bis Mitte der 50er Jahre allerdings lief er eigentlich nur so nebenher. Damals war Straßenbahnfahren in Bottrop angesagt. Ich vermute jetzt wohl, dass alle, die geschrieben haben, es gab auch 98 schon eine Pferdestraße. Firma aus Osterfjord, die hat eine der Hallen. Mit der letzten Straßenbahn brachte ich dich gestern Nacht nach Haus. Du sahst mich so seltsam an, dass ich fühlte, es ist alles aus. Und ich suchte immer fort ein passendes Wort. Da rief der Schaffner auch schon. Mit der letzten.
die Reise durch die dunkle Nacht und mein Herz hat's wehgetan. Denn ich hab immer zugedacht, nie mehr fahren wir zu zweit des Nachts im Sternenschein. Mit der letzten Straßenbahn ins Glück. Ich öfter weinen, dabei ist es lange her. Schuld daran bist du und außerdem auch noch die Frau. Sieh die Straßenbahnen fahren, trübt sich mir sofort der Blick. Ganz besonders eine Linie mahnt mich an zerbrochen. Die uns zwei nach Haus gebracht.